tut mir leid, dass dir das zugestoßen ist, Cassandra. Sich an etwas zu erinnern, das so schmerzhaft war, ist manchmal am schwersten. Du hast immer das Gefühl gehabt, neben Rapunzel nicht bestehen zu können, nicht wahr? Und dieses Gefühl wird dich beherrschen, es sei denn... Es sei denn... Das alles hast du im Haus von gestern's Morgen gesehen, Cassandra? Ich weiß jetzt wieder die ganze Wahrheit. Cassandra, wenn das wahr ist, was du sagst, bedeutet das... Es bedeutet, ich bin die Tochter von Gothel und ich habe dein Schicksal in der Hand. Cassandra, wir sind Freundinnen. Und dass du Gothels Tochter bist, heißt, dass wir viel mehr sind als Freundinnen. Wir sind Schwestern. Schwestern? Meine Mutter hat dich mir vorgezogen. Mein ganzes Leben musste ich die zweite Geige spielen. Das ist jetzt vorbei. Und was haben wir verpasst? Lance, du störst. Oh. Cassandra, bitte. Ich möchte dir helfen. Nicht weiter. Cassandra, gib mir sofort den Mondstein. Er ist viel zu gefährlich. Die ganze Welt steht auf dem... Keinen Schritt weiter. Rapunzel! Cassandra! Gib mir sofort den Mondstein. Du ahnst ja nicht, mit wem du es hier zu tun hast. Du doch auch nicht. Adira! Bleib ganz ruhig, dein Lancy Boy ist hier.